Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Beim letzten Mal haben wir ja die Ödlande von Cadavers hier weiter untersucht und heute haben wir hier noch so viel zu tun. Aber wirklich so viel. Ne? Also allein hier in dem Gebiet, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 offensichtliche Questknoten. Oder Questaufgaben auf jeden Fall. Und es hört einfach nicht auf. Aber das ist auch okay so. Es muss ja nicht zwingend aufhören, aber auf jeden Fall haben wir halt viel zu tun. Ne? Und ja, da kümmern wir uns jetzt ein bisschen drum und hoffen, dass wir hier irgendwie zurechtkommen. Da fallen schon die Gegner vom Himmel. Ach nee, das sind unsere Verbündeten. Ich schieße gerade wie die Sturmtruppe. Warum auch immer du gedückt läufst, ist okay. Es ist okay. Ich finde es schön, wenn meine Verbündeten einfach mal vom Himmel fallen. Das ist einfach, das kommt schon mal vor. Kann jedem mal passieren. So, hier kann ich glaube ich eine Leiche scannen oder so. Gehe ich mal von aus, ob ich nicht gerade beschossen werde. So. Bisher sehe ich hier nichts. Ah, cool, eine Pflanze. Das sollte ich scannen? Okay. Ach so, das war wieder so eine Probe hier fürs Vortex. Damit das Vortex mal wieder irgendwie was zum hat. Für Drinks zum Zubereiten. So. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ja. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Nee, nicht da. Bitte schon ein ordentliches Vorkommen an Titan. Weil warum eigentlich nicht? Machen wir das da. So. Okay. Jetzt weiter im Text. Wir wollen zum nächsten Punkt. Der ist da. Erinnerungsauslöser gibt's da. Aber sieht mir aus, als wäre er wieder auf einem Hügel. Das macht mir doch schon wieder Gedanken. Da komme ich doch bestimmt wieder nicht einfach so hin. Weil die Erinnerungsknoten, Erinnerungsauslöser, was auch immer, sind ja meistens so, dass man da... Es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Ist ja meistens so, dass man da sehr weit hochklettern muss. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, da hochzuklettern. Aber wir können das ja gerne mal ausprobieren. Ne? Also wird das auf jeden Fall was. Nicht. Aber wir gucken mal. Es wird schon. Hoffe ich. Glaube ich. Wir kommen schon dahin. Ich hätte es ja nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, man muss ja irgendwie nochmal 3 Stunden umlang um so einen Berg rumfahren und all so ein Krams. Aber es hält sich in Grenzen. Das finde ich sehr schön. So. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, bei Gelegenheit. So. Finde ich ja schön, dass wir das so schnell erledigen konnten. So, der nächste Punkt. Noch ein Erinnerungsauslöser ist da hinten, okay. Opferzahlen. Stimmt, wir müssen ja Opfer scannen. Irgendwie die Säure, Minen, Teiche, was auch immer, geschmissen wurden. Um Beweise zu vernichten, also ein Krams. Also das ganze Portfolio, was halt Gangster so halt machen. Dieses Gebiet würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Damit er langfristig erfolgreich sein kann, müssen sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Pandera lösen. Das hier ist Sloans Territorium. Sie müssen sich zuerst mit ihr einigen. Ah, die töten wir. Das Kollektiv wird immer mächtiger. Da wir nicht wissen, wer der Scharlatan ist, könnte Sloan unsere einzige Option sein. Möglicherweise kann uns ja Mr. Vidal weiterhelfen. Ich bin dafür, vernichten einfach den Aufstand. Und selbst wenn, ich glaube... Ach ja, wir müssen ja gar nicht entscheiden, ob wir jetzt hier irgendwie im Forschungsposten oder im militärischen Posten erstellen. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, so ein bisschen, dass du halt dann nicht weiterentscheiden kannst, sondern, hast halt quasi einmal entschieden und das ist gut so. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Aber, nun gut. Ist halt so, wie es ist. So, mein Auto. Ey, Mann, wo ist mein Auto da hinten?
Holen wir uns das mal. Irgendwie. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Wir haben ja hier irgendwo Erinnerung. Wo genau, muss ich gleich mal gucken. Die Erinnerung ist da. Also. Naja. Okay, hätte ich nicht ins Auto für einsteigen müssen. Ist ein bisschen so, weißt du, wie wenn man ein Auto hat und 5 Meter weiter zum Kiosk fährt. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ja, ja. Es werden immer weniger Dinger, die wir finden müssen. Achso, das ist, wenn wir zurück können müssen. Okay. Da ist etwas im Wasser. Genau. Ach ja, die Leute, die hier das Wasser vergiftet haben. Zu denen wollen wir mal. Ach, das sind die. Ah. Wo auch dieser Mord stattgefunden hat. Ah. Hier waren wir quasi schon mal. Der ist tot. Das haben wir schon untersucht. Weil wir waren hier für eine andere Quest. Da sind wir irgendwie über den Weg da gekommen. Achten Sie auf alles, was mit den vergifteten Angara zu tun haben könnte. Und, ja, das war's quasi. Aha, ein fertiges Bett. Nee, Moment, das ist ein anderer Ort als der, wo wir waren. Verdammt, ich habe gerade Scheiße erzählt. Okay. Das passiert schon mal. Ich erzähle öfter mal Scheiße. Ein Behälter. Toll. Nehmen wir alles mit. Mit denen reden wir, wenn wir hier herausgefunden haben, wie die vergiftet haben. Also gut, wie genau, aber halt, wir brauchen Beweise dafür, ne? Hm. Ich habe ja keine Ahnung. Also es ist doch da drin. Oder vielleicht auch drauf. Oben drauf könnte auch noch sein. Aber ist es nicht. Okay. Ja gut, dann ist es halt nur drin. Wie auch immer. Oh, mein Terminal. Soll ich mit dir etwas reden? Willkommen in Charybdis Point. Mein Name ist Mallox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Nicht viel Privatsphäre hier. Sie haben nicht zufällig auch Einzelzimmer? Ich könnte ein Tuch spannen. Ich verzichte. Wie Sie meinen. Wir haben vergiftete Angara. Mein Trupp und ich sind nicht weit von hier auf ein angaranisches Dorf gestoßen. Die Einwohner wurden vergiftet. Jemand hat ihre Wasserfilter manipuliert. Kein schönes Ende. Hatte Charybdis Point damit irgendwas zu tun? Ich habe ein Log gefunden, in dem von Schwierigkeiten mit diesem Lager die Rede war. Wissen Sie was darüber? Nein, tut mir leid, ich verkaufe nur Betten. Und sauberes Wasser. Mir gefällt nicht, was Sie damit andeuten, Pathfinder. Entweder nehmen Sie jetzt ein Bett oder Sie verschwinden. Bitte. Oh, es gibt ein Bitte. Okay. Willkommen zurück. Es gibt einen ermordeten Kroganer. Einer Ihrer Nachbarn wurde ermordet. Seer ist tot? Ziemlich. Wissen Sie etwas, das mir hilft, seinen Mörder zu finden? Nein. Seer hatte die Angewohnheit, jeden zu erschießen, der seinem Rasen zu nahe kam. Trotzdem war der mürrische Mistkerl durchaus nützlich. Die meisten überlegen es sich zweimal, ob sie dich überfallen, wenn ein Kroganer nebenan wohnt. Okay, und Ihre Geschichte? Wie sind Sie auf Kadera gelandet? Ich bin mit Sloan von der Nexus gekommen, konnte aber ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Kadera Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Mhm. Aber Sie haben irgendwie überlebt. Offensichtlich haben Sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Charybdis, okay.
Was ist, genau ist das hier? Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen. Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Das sind auf Kedera bedeutsame Annehmlichkeiten. Irgendwo anders, da hinten auf dem Berg, wo auch friedliche Flüchtlinge waren, da gab es auch gefiltertes Wasser, aber okay. Ich sollte jetzt besser gehen. Durch die Berge. Man sieht sich. Das ist wieder irgendwas, wo ich ganz nah dran stehen muss. Der Terminal? Nee, der ist nicht sehr... keine sehr heiße Spur. Oh, hier ist es auch nicht. Verdammt. Jetzt häng ich hier fest. Ah. So. Ich dachte schon, ich hänge da für die Ewigkeit fest, aber das muss hier sein. Aber wie? Und was? Wenn er es nicht ist? Willkommen zurück. Ich sollte jetzt... Mann. Ja, so oben kann ich auch nicht scannen. Es ist wirklich nur so ein kleiner Punkt hier. Von hier bis hier ungefähr. Weil hier hört es ja dann schon auf. Und unter uns war es ja nicht. Glaube ich. Außer es gibt hier unten noch einen Raum. Aha. Aha. So macht das natürlich Sinn. Ausgeräumt. Aber hier haben wir etwas. Eine Kiste. Wasserfilter. Bauart und Design passen zu denen aus dem Angara-Dorf. Stehlen hat nicht gereicht. Die Exilanten haben also das Design der Angara gestohlen und sie dann auch noch getötet. Der Kampf ums Überleben bringt den vielen das Schlimmste hervor. Hey! Sie konnten es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Filter. Sie haben das Design von den Angara gestohlen, richtig? Das geht Sie nichts an. Verschwinden Sie. Ich weiß, Sie stecken mit drin. Ich frage nicht nochmal. Woher haben Sie das Filterdesign? Dahinter steckt eine Geschichte, die Sie nicht verstehen würden. Raus damit. Wir konnten Sloans Schutzgebühr nicht bezahlen, also hat sie uns rausgeworfen. Wir haben dann die Angara um Hilfe gebeten, fast verhungert und verdurstet. Aber statt sich anständig zu verhalten, haben uns diese Mistkerle ausgeblutet. Credits, Kleidung, Waffen. Sie haben alles genommen. Nicht alles. Sie haben überlebt. Sie haben sich hier eingerichtet. Die Angara wissen als Einzige, wie man das Wasser dieses Planeten richtig filtert. Wir wollten nur autark sein. Ich habe ihnen Geld für das Design angeboten. Sie haben abgelehnt. Also haben sie sie vergiftet. Und ihr Geschäft stillgelegt. Die Angara verdienen Gerechtigkeit. Widerlich. Also wohl als auch eigentlich. Sie sind ein Monster. Nein. Ich bin ein Überlebenskünstler. Gleich nicht mehr. Tötet sie. Sag ich doch. Und der war der Erste, der starb. Toll. Soviel zum Thema Überlebenskünstler. Hallo. Sag mal. Verrecke. Uiu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 
Naja, ein Sieg ist das ja nicht wirklich, ne? Gibt es hier eigentlich noch irgendwie was Spannendes, wenn ich jetzt schon dachte, das ist eigentlich das Gebäude, das wir kennen?